069. Leute, wir sind in Frankfurt City, nehmen uns Imoabe, Rapper, Stars, rufen teilweise Influencer rufen ihn an, sagen, ich habe Geld, wo kann ich es investieren? Von Zero to Hero. Als Hauptschüler. Da sind die ganzen Ingenieure dabei, ne? Dann heißt es erstmal, was bist du? Wer bist du? Was machst du? Wieso bist du besser als die anderen? Inzwischen sogar Gastronom. Wie schafft man es, als Migrant so viel aufzubauen? Aber wir sind anders. Wir haben Familie, wir haben große Beziehungen, wir haben ein Netzwerk. Ich kann heute anrufen, in Hamburg kriege ich 30 Mann, wenn ich will, auf die Baustelle. Seine Linie treu zu werden, die gesamte High Society und ich rede von Frankfurt, Leute, zu kennen und so belastbar zu kennen. Die Leute lieben ihn. Der Yusuf ist eine Marke. Dieses Video ist jedem gewidmet, der es nicht einfach hat im Leben, wie viele von uns, auch viele Migranten, die von unten kommen, die 150% geben, die es schaffen können und trotzdem noch herzlich und menschlich bleiben können. Das Ding hier, das hat er abgerissen. Was war da? Yusuf? Das war ein Türschleuser früher. Jetzt ist das UBC da. Kein Influencer, der nur Social Media macht und sagt, wie Immobilien funktionieren. Auf solche Leute müssen wir hören. Ich freue mich riesig auf diesen Vlog. Und hey, was wir auf jeden Fall den Gastronomen, allen Selbstständigen da draußen sagen wollen, ist, wie baut man, auf was muss man achten? Auch wichtig. Aufs Geld. Das ist sowieso eine riesen Pressebericht erst von ihm gewesen, der Frankfurter Problemlöser. Wir sind live mit ihm heute und nochmal ganz wichtig, wir geben uns ganz viel Mühe, Entertainment, aber auch vor allem Value für selbstständige Unternehmen, aber auch für alle, die es werden wollen, ob du Migrant bist, Deutscher bist, mal scheißegal. Leute, lasst Liebe da, liked, macht die Glocke an, kommentiert, schreibt uns gerne auch eure Gedanken, was wollt ihr als nächstes sehen und ganz wichtig, alle, die kommentieren, können am Gewinnspiel mitnehmen und einer bekommt 100 Euro Cash in the Tash per PayPal. Also, let's go, wir fangen an. Wie, du hast diese deutsche Bank... Die beiden Firmen einmal nackig gemacht, die Fassade ist einmal ausgetauscht worden. Das gesamte Objekt hast du nackt gemacht. Da ist er. Und der Superstar heute. Was hast du im Koffer drin? Ein paar Millionen. Ah, das wäre gut. Mario. Ja. Wir drehen den Kopf. Was ist dein Background? Hast du direkt mit Immobilien angefangen? Bau. Ich komme vom Bau. Das ist ja ein hartes Pflaster Frankfurt, ne? Wie war das, sich hier durchzusetzen? Sehr schwer. Vor allem als Migrant, unabhängig davon, als Hauptschüler. So wie du. Ja. Da sind die ganzen Ingenieure dabei, ne? Dann heißt es erstmal, was bist du, wer bist du, was machst du, wieso bist du besser als die anderen? Aber wir sind anders. Wir haben Familie, wir haben große Beziehungen, wir haben ein Netzwerk. Ich kann heute anrufen, in Hamburg kriege ich 30 Mann, wenn ich will, auf die Baustelle. Ich kann morgen anrufen, in Stuttgart kann mir 40 Mann besorgen. Das war die Stärke damals. Jetzt ist es klar, anders da. Ich erzähle dir mal vor allem, wie ich angefangen habe. Das ist noch witziger. Aber wie hast du es geschafft, so viele Menschen an dich zu binden? Ich meine, du kennst ja hier in Frankfurt jeden mit Rang und Namen und das sind gestandene Unternehmer. Sag jetzt mal, ist ja egal, Deutsch, Italienisch, Türkisch, aber es sind auch Deutsche, die wirklich viel bewegen und die schätzen dich alle. Was ist da das Geheimnis? Das Geheimnis, du musst dein Wort halten. Und wenn es mal nicht klappt, musst du denen nur anrufen und mit denen reden. Mit den Leuten reden und die Wahrheit. Offen. Offenes Buch immer machen. Ja. Klare Worte, offenes Buch. Bist du ein harter Geschäftsmann? Ach, glaube ich nicht. Es gibt viel härtere. Für den einen so, für den anderen so. Jetzt auch noch in der Gastro, Leute. Oh, es wird spannend. Wir werden alles rauskitzeln, Yusuf. Der regelt Frankfurt. In Riesenpresse letztens. Wie war die Schlagzeile, Yusuf? Problemlöser Frankfurt. Problemlöser Frankfurt in der Haus, Alter. Fette S-Klasse wurde ich abgeholt, du. Hammer. Guck, jetzt sind wir hier. Da. Guck mal da. Mario, wir steigen da aus mit. Wie wichtig ist Gastronomieflächen für Immobilien, wenn ihr sie baut? Unheimlich wichtig, weil da ziehst du die Leute an. Dementsprechend kommen auch die Büros dahin. Du musst ja überlegen, dass du während der Corona-Zeit unheimlich Mietausfälle hast durch Büroausfall. Und wir haben in Frankfurt fast 1 Million Quadratmeter leer stehendes Büro. Und du musst ja auch überlegen, die Gastronomie lebt ja von Menschen. Menschen leben ja, oder Gebäude leben ja mit Menschen. Das heißt, umso mehr Gastronomie du hast, und aber auch abends die Leute, Besucher hier hast, dann lebt die Stadt. Was ist passiert? Jahrelang hat man falsche Konzepte entwickelt, indem man gesagt hat, man haut die ganzen Büros hier rein, aber keine Wohnungen mehr. Was passiert? Abends ist hier alles leer, tote Hose. Jetzt versucht man, die Wohnungen wieder reinzuholen, damit man die Leute wieder hier reinzieht und die Immobilien wieder zum Leben erweckt. Der Problemlöser fährt einfach mal mitten in die, wie heißt das hier? Fußgängerzone Alte Oper. Alte Oper rein, aber
Das ist ja auch der Problemlöser. Wenn er hier Probleme hat, dann ist er kein Problemlöser. Das ist der Imo-Abe. Ich schwör's ja, der Typ braucht einen Account für Imo-Abe. Ich habe gesagt, der geht steil. Der hat Ahnung von dem, was er redet. Er macht nichts anderes als Bau sein ganzes Leben lang und ist jetzt auch Gastronom geworden, weil einige Objekte auch Gastronomieunternehmen. Und dann gab es Mietausfälle oder es war kein richtiges Konzept und jetzt entwickelt er die Gastrokonzepte und wir schauen uns auch eine Baustelle an. Aber ich habe immer Respekt vor Leuten, die Jahrzehnte mit der Materie zu tun haben, so wie Yusuf, aber auch so wie ich. Wir kommen von ganz unten, wir sind direkt als Selbstständiger eingestiegen oder ziemlich direkt. Ich war ja nur 2 Jahre im Hotel, Yusuf, ich weiß nicht, warst du mal angestellt? Nein. Nie? Noch nie. Und immer selbstständig, immer bauen. Immer selbstständig. Und wenn so einer redet, dann kannst du zu. Kauf jetzt. Das gehört jetzt. Warte, sag nichts. Das sind die 4. Der Jürgen Groß baut die 4 Hochhäuser da vorne mit Wohnung, damit man auch die Stadt hier ein bisschen weiter beleben kann. Unten kommt riesen Gastrofläche. Da suchen die sehr viele Gastronomen. Vielleicht ziehen wir den Kämmerl ja von Hamburg mal nach Frankfurt, dass er mal hier was entwickelt. Das ist das ehemalige Möbelpink. Wurde vor kurzem von der Signa abgekauft. Die Insolvenz ist gerade während der Immobilienkrise. Kennst du den Inhaber von Signa? Kenn ich, den Benko. Benko? Guter Mann. Guter Mann? Meiner Meinung nach. Echt? Ja. Warum hat er eine Pleite erlebt? Das waren die Araber, die ihn zur Pleite gebracht haben. Wirklich? Er hat sich mit Falschen angelegt. Was ist da? 100 Millionen, hast du gesagt? Das Grundstück hier, wo wir genau hier stehen, das ist mitten im alten Oper. Und das hat man jetzt vor kurzem von der Signa von der Insolvenz abgekauft für 110 Mio. Und da wird jetzt gerade ein neues Konzept entwickelt mit riesen Gastronomiefläche, direkt draufschauend auf die alte Oper. Das ist eine Top-Lage, oder? Top-Lage. Findest du das Grundstück nicht zu teuer für 110 Millionen? Nein. Hätte ich das Geld, hätte ich es auch geholt. Ja? Hättest du? Definitiv. Und das ist schon wahrscheinlich 150 wert, oder? Ja, bis man das baut, ist es wahrscheinlich, wenn es nicht mal 100 sind, 150, 180, bestimmt. Also Immobilien ist schon richtiges Geld drin. Ja, damit wächst man halt, ne? Damit wächst man. Und jetzt machst du Gastronomie in eine Bar, Mandala? Ja, das kommt dadurch, dass wir halt Problemfälle haben, wo wir sagen, was machen wir, wie entwickeln wir. Und wenn wir merken, dass die Konzepte, die wir da haben und eigene Immobilien nicht so betrieben werden können, dann hauen wir ein Konzept da rein durch unsere Beziehung, durch unsere Erfahrung, die wir jahrelang haben. Und versuchen, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Weißt du, was ich ein bisschen schade finde? Ja, du hast ja gerade angesprochen, dass es halt in der Innenstadt Menschen braucht. Aber warum sind die Immobilienpreise für Gastronomen so teuer? Weil die haben nicht so viel Marge. Und dadurch entsteht halt auch in Städten leider abends tote Hose, weil die Gastronomen immer sich rausziehen, weil die Mietpreise teuer sind. Kann man da nicht irgendein Modell finden, dass, keine Ahnung, so eine Immobilie sich anders rechnet oder man das Geld irgendwie anders organisiert, dass die Gastronomie auch wirklich leben kann? Ich glaube nicht, dass man das anders da rechnen kann, weil wir sind mitten hier in Frankfurts Herzen, das ist die Fressgasse, das ist die Goethestraße, da hast du die ganze der Creme, angefangen vom Chanel, alle anderen Marken und das ist hier die ganzen High Society, die hier sitzt mit dem alten Opa, da kostet die 40 Quadratmeter Laden 17.000 Euro die Miete. Und wenn du jetzt Leute nicht hier ranziehst und das Ganze nicht hast, wirst du auch die Miete nicht da erzielen können. Und die Lage gibt es halt einmalig. Deswegen heißt es ja bei der Immobilie einkauft Lage, Lage, Lage. Immer noch so? Immer noch so. Das wird immer auch so bleiben. Guck mal, ich habe meine Frage auch, dieser Benko, ne, der hat ja viel aufgebaut mit dem Hebel der Banken. Jetzt kackt das ab, die Zinsen gehen hoch, der Leitzins geht hoch. Gibt jetzt viele Kollegen von dir, die Schwierigkeiten haben, oder? Oh, unheimlich viele. Aber es wird sich wieder setzen. Ich denke mal, die jahrelang jetzt Niedrigzins, Nullzinsphase ist ja vorbei gewesen. Und jetzt haben sich auch mittlerweile die Leute daran gewohnt, dass wir jetzt in den nächsten 1-2 Jahren die Zinsen so stabilisieren werden und die Preise wieder stabilisieren werden. Aber es muss ja irgendwann mal weitergehen. Es kann ja nicht immer so sein, dass wir jetzt sagen, wir kaufen nicht mehr oder wir bauen nicht mehr. Es fehlen Differenz von 400.000 Wohnungen jährlich, die wir bauen wollen oder wollten. Und jetzt ist erstmal Stillstand. Auch jetzt fängt es wieder, glaube ich, an. In den letzten halben Jahren haben wir jetzt 30% wieder Anstieg von den Eigentumswohnungsverkauf. Die KfW fördert das Ganze ein bisschen. Die Regierung versucht irgendwie ein bisschen da rumzuschrauben, wie wir das Ganze fördern und wieder geschmackhaft machen den Bauträgern. Ich denke mal, dass in den nächsten 6 Monaten wieder hochgeht. Investierst du jetzt auch? Kaufst du jetzt gerade? Wenn ich wenn ich gute Freunde habe, die mir ein bisschen Cashflow geben, werde ich weiter investieren. Nämlich in die Immobilienbranche ein bisschen. Definitiv. Wir werden jetzt die Römer uns was angucken. Die wollen wir zusammen machen, oder? Wollen wir uns mal angucken, aber können wir das zeigen? Gastronomie. Wir können alles zeigen. Oh. Wir haben gesagt, offenes Buch machen. Offenes Buch machen, ja. Yusuf hat uns auch unterstützt, deswegen ganz große Props, weil er kennt hier Micky Rosen, Adi Goldmann und wir haben echt geile Drehs schon gehabt durch dich. Vielen Dank dafür. Ich habe zu danken. Es ist wirklich so, die Leute sehen ihn und du hast das Gefühl, das ist wie ein Bruder. Und die sind alle wirklich auf dem Champions-League-Niveau, alle kultiviert, wissen, was sie reden, aber wie Brüder dann.
Wenn du da auftauchst, du redest Klartext mit denen, du sagst, was du denkst. Ich glaube, das lieben die auch an dir, ne? Ja, ich hoffe es. Wie viele Wohnungen hast du? Ach, das weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht, ne? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß, aber das sagt man, glaube ich. Sag nicht. Darüber spricht man nicht. Ja, okay. Aber könntest du von deinen Immobilien jetzt leben? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Das ist klasse. Das ist der Bank. Hä? wer ist dominiert hier in Frankfurt die Gastroszene? Die Gastroszene? Ja, wer sind so die Babos? Also ich denke mal, dass der Christian Moog einen unheimlich guten Job hier macht. Den wir getroffen haben. Den reden wir auch bald. Das ist das Ivory, das ist das Sensakan, das ist das M-Steakhaus, das ist das Franziskaner auf dem Henninger Turm, das ist das Max Monami. Das ist einer der hier führenden guten Gastronomen, bin ich der Meinung. Ansonsten gibt es viele andere Gastronomen, die hier auch haben. Gestern oder vorgestern wurde sogar noch ein Pressebericht veröffentlicht, wo das heißt, dass 10 Frankfurter Gastronomen, Köche, die Michelin-Sterne wieder bekommen haben. Das ist auch wieder erfreulich für Frankfurt, finde ich. Ja, absolut. Was schauen wir uns heute an? Wir wollen über deine Geschichte hören. Wie schafft man das von Zero to Hero? Wie man das schafft? Arbeit. Arbeit geht nicht. Dranbleiben, dran glauben. Was hat der Adi gestern gesagt? Träume. Erstmal träumen und dann das verwirklichen und dranbleiben. Ich habe eine Baustelle von ihm gesehen, mitten neben der Messe. Lauflage, sein Vater, komplett Kernsanierung und da packst du jetzt einzelne Wohnungen rein für 19 Studenten. Wohnungen kommen da rein, unten haben wir Gastronomie und ein bisschen Gewerbe mit Ärzten und ich denke mal, dass wir hoffentlich im Dezember fertig sind, da kommst du zum Wiederschauen, wie wir das entwickelt haben. Ja, die Baustelle haben wir uns angeguckt, die kostet schätze ich mal 6, 7 Millionen, die investiert nochmal 4 rein, 5? Ja, da geht was bisschen drauf, ja. Also das sehen wir am Ende, wenn es fertig ist. Das sehen wir am Ende. Ja, das weiß man, kann man nie genau sagen. Man weiß ungefähr, wo es hingeht, die Reise. Aber am Ende gibt es immer, weil wenn eine Sanierung ist, du weißt nicht, was da unten drunter steckt. Und dass das dann irgendwann wieder rauskommen muss oder die Putz raus muss oder der Beton raus muss oder irgendwas Marodes, dann sind die Preise oder die Kosten wieder ganz oben. Und hast du das alles selber beigebracht, Josef? Ja, mit der Zeit. Wie hast du, aber Learning du hast ja nicht studiert, nichts, ne? Nein. Ich war mal auf einer Baustelle, da hieß es, du musst jetzt mal Sicherheits- und Gesundheitskoordinator machen. Sag ich, was ist das? Das Sicherheit ist doch bei uns irgendwas anders. Da stelle ich zwei Security-Typen hin. Da hat er gesagt, nee, da brauchst du einen Helm und eine Sicherheitsschuhe. Und dann hat man mich nach Berlin geschickt zu einem Kurs. Und da sitzen rechts und links von mir nur Ingenieure stecken. Und diesen Kurs dürften nur Leute machen, die auch studiert haben. Dann hat der Prüfer gesagt, wenn du den Test bestehst, kriegst du den Schein. Und ich habe den Test bestanden und habe den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator in Frankfurt gemacht. So fing es an. Baustellen. So fing es an dann. Und dann bist du in die Baustellen, hast du koordiniert, hast geguckt, dass alles sauber, ordentlich abläuft? Ja, ich habe meine eigenen Baustellen gehabt, dann habe ich die entwickelt. Habe auch zeitweise auch mal Partner gehabt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die auch bekannt sind. Es waren auch mal gute Seiten, die haben auch unterstützt, die machen auch einen guten Job mittlerweile alle. Sind auch ziemlich erfolgreich alle. Alles mit Migranten-Hintergrund. Fast viele, ne? Mit Migranten und Immobilien machen? Ja, sehr viele. Vor allem im Frankfurter Raum sind es sehr viele, in Berlin auch unter anderem. Mhm. Da kennen wir auch einige, die sehr viel machen. Meinst du, einige, die jetzt groß geworden sind durch die letzten Jahre mit dem Zins und weil sie gut gekauft haben, können solche noch in der Lage, in der wir jetzt gerade stecken, noch pleite gehen? Ja, definitiv. Das geht. Da werden noch einige pleite gehen, aber so, das gehört auch zum Leben. Gewinnen und verlieren gehört dazu. Man also, kann ja nicht immer gewinnen. Du würdest sagen, wenn man jetzt Kleingeld hat, kann man eigentlich auch kaufen? Sehr gut, unbedingt. Auch vielleicht nur in empfehlenswert. Nur empfehlenswert. Können wir mal die Immobilie angucken, die du jetzt bald kaufen willst, wo du gesagt hast, guck mal, hier könntest du mit investieren? Da können wir, definitiv. Dann fahren wir mal jetzt mit dieser schönen Karre dahin. Und deine Bar wollen wir zeigen, die ist im Umbau. Da kannst du vielleicht den Kollegen, den Selbstständigen, ich sage nicht nur Gastronomen, hier gucken Friseure zu, hier gucken Kfz-Mechaniker zu, hier gucken so viele Selbstständige inzwischen unseren Kanal. Vielleicht kannst du dir ein paar Tipps geben, auf was sie achten müssen, wenn sie so eine Baustelle sanieren. Nur so Quick Wings. Gerne, fahren wir. Let's go. Also guck mal, ganz viele Rapper, Stars rufen Influencer rufen ihn an, sagen, ich habe Geld, wo kann ich es investieren? Und er ist der Problemlöser und für mich ist er der Immo-Abi. Ich werde ihn so lange platt machen, bis er jetzt den Kanal baut. Also was da geil ist, hast du ein Auto, ich reise ja viel immer zu Gastro-Kollegen. Hier vorne rechts sitzt Bodyguard, hinten rechts sitze ich, Gastro-Flüsterer. Guck euch das mal an. Oh, das ist ein Wohnzimmer, kein Auto. Den gibt es auch nur mit Executive-Sitze. Da geht das wie in der Liege, wird das, ne? Ja. Das ist genau meins. Auf sowas stehe ich ja, ne? Schöne Hotels, tolle Autos, Gemütlichkeit. Wenn man so viel arbeitet, kann man sich auch mal was gönnen. Sollte man auch. Das Leben ist nämlich viel zu kurz und dafür macht man das auch. Was bringt es dir, wenn du der Reichste auf dem Friedhof bist? Was bringt dir das? Wer kommt da hin und sagt, der hat immer toll gespart? Sparen ja, Unabhängigkeit, super wichtig. Und gerade im Alter, wenn die Gesundheit abkackt, dass du dich gut versorgen kannst. Aber es bringt auch nichts, mit 80 zu sterben,
und das Konto ist voll und vielleicht hast du eine Tochter, dann freut sich der Schwiegersohn, muss leben. Danke. So, ab. Ich habe eine Tochter, ja. Und ich habe auch nur eine Tochter. Schwiegersohn, pass auf. Sonst. Yusuf, ich glaube aber auch, Frankfurt ist so ein bisschen gefährliches Pflaster, oder? In welcher Hinsicht meinst du jetzt so gefährlich? Kriminalität oder so, habe ich das Gefühl. Das ist nicht mehr als in Hamburg oder in Köln. Der Unterschied zu allen anderen Städten ist, dass wir das Frankfurt Airport haben, wo alle hier erstmal landen. Alle Kriminalitätszahlen oder alle illegalen Themen, die jetzt in Frankfurt passieren, entstehen auch dadurch, dass die Prozentualsatz vom Frankfurter Flughafen zum Land Hessen mitgezogen wird oder zu Frankfurt mitgezählt wird. Meine Jungs bauen jetzt fleißig. Sind wir schon da an deiner Baustelle? Ah, deine Bar. Jawohl. Wir sind schon an der Bar. Ist das deine Bar? Das ist mein und mein Partner, der Murat. Servus Murat, den kenne ich auch. Gehört euch dieser Laden auch von der Immobilie her? Nein, das gehört der Hilton-Gruppe. Mhm. Und die haben wir uns damals über ein Problemimmobilie, die wir woanders erworben haben, angeeignet, haben jetzt das ein bisschen entwickelt und sehen da noch mehr Potenzial drin. Und jetzt wollen wir das ein bisschen noch größer und noch schöner für Frankfurts Nachtleben neue Szene reinbringen. Ihr habt das aber schon betrieben und jetzt baut ihr um, weil ihr gemerkt habt, da muss man mal wieder was Neues rein. Wir haben es übernommen auf schnell und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir haben später Zeit, jetzt ist Sommerloch, dann bauen wir das während der Sommerzeit aus und dann wird das cooles Location hier. Liegt das vorher auch schon? Es lief vorher, das war 20 Jahre lang in dem Mickey Rosen und dem Alex Usenau, das Geckos Gruppe. Und Geckos Gruppe hat hier das Ganze betrieben als Geckos Bar und jetzt haben wir das einmal umgewandelt. Kollegen arbeiten, heute wir ist arbeiten Sonntag, fleißig. Aber immer. Wir müssen es schaffen. Baustelle muss laufen. Muss immer laufen. Hi, ah, willst du auch aufs Kamera heute? Hallo. Hallo, du machst Selektion? Also ich komme schon mal nicht rein, er kommt nicht rein, er kommt nicht rein, damit es klar ist. Das sind die Jungs, die den Laden hier in vollster Vertrauen für uns umbauen? Auf die Beine. Nein, nein, nicht umbauen. Betreiben. Das heißt, die machen die Geschäftsführung und gleichzeitig auch die Betriebsleitung. Der Laden war bis zu dieser Hälfte. Der Rest war so ein bisschen Lager und ein bisschen separé. Da haben die gesagt, wir brauchen mehr Fläche. Wir haben vor der Tür immer so eine Schlange. Mhm. Jetzt haben wir es einmal gesagt, abreißen, neu und machen ein neues Ding hier rein. Was investiert ihr hier rein? Dass wir hier rein investieren? An Summe sind wir noch nicht fertig. Wir sind ja auch nicht fertig mit den ganzen Zahlen, wo wir sagen, das wird wahrscheinlich um die 150.000 Euro nochmal reingeflossen. Aber weil ihr auch die Connection habt und die Leute baut ihr natürlich vielleicht so ein. Wir bauen mit fast eigenen Leuten. Also das heißt, das kannst du nicht für 150 nochmal bauen. 400, 500 wahrscheinlich. Normalerweise. Normalerweise. Und was, wen wollt ihr ansprechen mit diesem Laden? Gehobene Klientel? Der Laden hat ja schon seit 20 Jahren eine gehobene Klientel gehabt, die nur irgendwie Champagners trinken. Und das wird auch nicht wieder anders da sein als das jetzt. Es wird, denke ich mal, hoffen wir, die gleiche Zielgruppe wieder erreichen. Sag mir mal so 5 Dinge, auf die Gastronomen selbstständig achten, wenn sie umbauen. Was ist wichtig? Wo verliert man Geld? Welche klassischen Fehler macht man? Die Planung ist das A und O. Dass das danach auch ruckzuck gehen kann, dass man schnell umbauen kann, dass man keine Zeit verliert und den Betrieb wieder in den Betriebnamen nehmen kann. Und dann ist es wichtig, dass die Elektrogeräte einen Service haben, die auch in Deutschland angeboten werden. Wenn wir Geräte irgendwie aus Polen, aus der Türkei oder irgendwo holen und wir keine Garantie haben oder irgendeinen Service dann haben, dann bringt das Ganze nicht. Dann sparst du das Geld hier nicht mehr. Das ist das einer der wichtigsten Punkte, finde ich jetzt. Alles andere ergibt sich während der Zeit. Also jetzt. Wo finden Leute gute Handwerker? Die hat man oder die hat man. Oder die hat man nicht, ne? Die hat man nicht. Aber das ist echt ein Knackpunkt, oder gerade? Das ist ohne die Leute kannst du ja nichts machen. Ey. Und wie wichtig ist, dass man dann da ist und wirklich guckt und... Das ist das Wichtigste. Der, siehst du, mein Partner Murat sitzt ja hier die ganze Zeit hier und sieht zu, dass das hier läuft. Ich sehe zu, dass die Koordination da läuft, dass wir die ganzen Leute ranbringen. Und einer muss drauf schauen, dass das Ganze hier vorangehalten wird. Schallschutz und so müsst ihr hier nicht mehr beachten, war ja schon immer eine Bar. Komplett ausgebaut, aber ja. Ansonsten müsste man natürlich Schallschutz und, das muss die Brandschutz, muss gemessen Schallschutz, werden. Allem drum dran. Und das ist nicht zu unterschätzen, oder? Definitiv nicht. Das ist A und O von dem Ganzen. Wir haben oben ein Hilton Hotel. Die Hilton Gruppe ist ja unheimlich bekannt für ihre Zufriedenheit der Kundschaft. Und da werden die sicherlich dir nicht erlauben, dass du irgendeine Dezibelzahl da oben höher gehst. Mhm. Und hier haben wir hier richtig Musik drauf.
siehst ja die Boxen, wie groß die sind immer, ne? Ihr seid Quereinsteiger in der Gastronomie. Der Murat macht ja schon, Gastronomie und okay. Ich bin dann dazugestoßen mit Gastro, wo er mich reinlockt, weil er sagt, das sind unsere Immobilien, die wir auch zusammen haben und sagt, jetzt müssen wir da auch ein bisschen Gastroflächen ins Leben bringen. Ihr habt ja auch bestimmte Vorstellungen, was wollt ihr hier an Umsatz machen? Welche Tage habt ihr hier auf? Derzeit haben wir, glaube ich, 3 Tage die Woche auf, also das ist Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber die Jungs entwickeln ja auch neue Konzepte. Wir waren ja gestern in einem Bar, wo wir gesehen haben, dass mittags schon um 15 Uhr der Laden rappelvoll war. Oh, ja. Und da sind Veranstalter, die jetzt sehr viele Anfragen bringen. Das Hotel hat einige Gäste, die unbedingt feiern wollen. Ich denke, dass solche Konzepte, wie wir hier haben, nur überleben können, wenn man Veranstaltungen reinzieht. Mhm. Ja. Alles andere ist nichts. Wollt ihr einen Umsatz erzielen von 150.000, 200.000 im Monat? Warum nur 150? Geht mehr? Definitiv. Also ihr habt eine andere Zahl im Kopf? Wir haben eine andere Zahl im Kopf. Wahrscheinlich habt ihr das vorher schon gemacht. Es war ja vorher, wie gesagt, im Betrieb. Wir lief waren das so gesagt, auf dem Niveau da? Es lief auf dem Niveau. Okay. Was ist die Miete hier? Oh, das weiß nicht, ob ich das so sagen soll, aber wir liegen da im fünfstelligen Bereich. Fünfstelligen, wollte ich gerade sagen. Okay, aber ich finde den Laden gut, der ist super gelegen, oder? Lage. Frankfurt, wir sind mitten in Frankfurt. Und du kannst hier rein und feiern, aber kein Essen, nichts? Nein, nur... Oh, da bist du froh, ne? Definitiv. Weil er hat noch eine Gastro und da machen sie Messe, ne? Richtig. Türkische Messe mit Raki. Genau. Da sind und wir das auch ist mit, schon komplexer. Da sind wir auch mit dem Murat zusammen. Dann machen wir das auch zusammen. So, also das ist der Raum. Hier sitzen die Leute in so Ecken, so wie Scarface, ne? Wie El Pacino. Du kannst dir so vorstellen, das war mal hier ein Separé. Da hat man diese Ecke da gehabt. Jetzt haben wir gesagt, weißt du was, den DJ-Pult während der Verkaufsfläche rausholen, weil der DJ saß mitten auf dem Schoß von den ganzen Barmans. Das war mal vielleicht damals gut. Jetzt haben wir gesagt, den DJ holen wir jetzt hier rein. Den bauen wir in den DJ-Pult. Ne? Da kommt man rein, sieht den DJ und dann hast du eine Tanzfläche hier. Und dann hast du rechts und links neben dem DJ kannst du sitzen und kannst deine Show machen, gesehen werden. Und alles andere ist ja komplett Sitzecke hier. Das ist so ein... Weil Clubs laufen in Hamburg auch nicht mehr. Seit Corona wollen die Leute nicht mehr in Clubs. Das ist so ein Hybrid. Eine Bar, aber trotzdem, wo man entspannt sitzen kann, wo man auch tanzen kann, wo man nicht so einen riesen Aufwand muss in so einem Großraumdisco. Das ist, glaube ich, so ein bisschen out, ne? So auch in Frankfurt. Überall. Überall das Gleiche. Ja, es ist überall das Gleiche. Schöne Größe, man hat alles im Überblick, man kann flirten, man kann darüber gucken. Richtig, man hat Augenkontakt. Aber du nicht, du bist verheiratet. Definitiv nicht. Nein. Aber ich glaube, so eine Bar ist auch geil zum Netzwerken. Ja, guck mal, als Gastronom kennst du die ganze Stadt. Und hier könnt ihr auch noch mehr. Noch mehr, ne? Und hier kannst du so viele einladen, kennenlernen, Business entsteht hier. Mega. Wir haben einmal komplett, weil wir auch den Namen ändern, machen wir jetzt einmal komplett einen Namen mit allem drum dran. Wie wird's heißen? My Story. My Story ist halt weg. Geiler Name eigentlich. Ja, aber ist ein Tattoo-Studio und dann kriegen wir riesen Zirkus. Leute. Der Laden macht in wie vielen Wochen auf? In vier Wochen. Wenn ihr eine geile Idee habt für einen wirklich hochwertigen, geilen Club in Frankfurt, schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir eine gute Idee. Der kriegt eine Freikarte dann immer. Ja. Your Story. My Story ist schon vergeben. Gab es noch eine andere Idee? My Bar, My Night. Night hat es dann wie ein Porno angehört, dann haben wir gesagt nein. Okay, lieber Sven. Und jetzt gucken wir uns das Gebäude an. Das Gebäude. Wo du mich beteiligen willst. Ja, und wenn du das kleine übrige Geld hast, dann machen wir das. Mario. Corona war hart. Aber wir schauen uns mal an. Jetzt dreht er ruhig, Alter. Jetzt dreht er. Da du jetzt ein bisschen Kleingeld hast, da zeige ich dir mal, was man für Kleingeld in Frankfurt kaufen kann. Und ist das jetzt zum Verkauf, diese Immobilie, die du jetzt kaufen willst? Die ist zum Verkauf. Wir haben schon vorprotokolliert. Und jetzt gucken wir die Finanzierungsstand, wie wir das Ganze auf die Beine stellen. Und suchen uns nette Partner, die ein bisschen Kleingeld haben, die mit investieren wollen. Machst du das mit Partnern auch dann, wenn du Immobilien geschäftst? Ah ja, also wenn man schon viel macht, also jetzige Lage, muss man ja Partner haben. Und zwar gute Partner haben, mit denen man wachsen kann. Das machst du auch regelmäßig, ne? Also einer meiner Hauptpartner oder mein Partner ist der Murat, den hast du ja kennengelernt, den du auch unheimlich gemocht hast. Ja. Wir machen gemeinsam sehr viel und holen uns aber auch Freunde, Bekannte oder Investoren dazu, mit denen wir vorneweg schon den Exit für jeden besprechen. Das heißt, Partnerschaften sind gut? Immer. Aber wichtig ist am Anfang schon Exit-Strategie, wenn es nicht funktioniert.
Richtig. Damit da es keine Cut-Situation genau. gibt. Genau. Das Vertrag kommt ja vom Vertragen. Den Vertrag macht man vorher, aber dann streitet man sich immer noch trotzdem. Aber wenn man die Exit vorneweg schon bespricht, dann braucht keiner im Nachhinein zu kommen, zu sagen, aber ich will nochmal eine Mio dazu oder ich will 100er dazu oder ich will das oder dies dazu. Wenn man das vorneweg bespricht, kann keiner nirgendwo jemals ein Recht bekommen, in welcher Gesetzlage auch immer, dass man weiß, das ist die Exit. Auch für die Gastronomie ganz wichtig. Wir sind sehr kleinteilig, wir brauchen viele Hände. Da ist Partnerschaft auch gut. Aber wenn es halt keine Exit-Strategie gibt, dann hängt man wie mit einer Ehe, mit den Kindern. Jeder will das Kind, keiner will gehen. So sieht's aus. Wenn es gut ist, haben die alle kein Problem. Kaum geht's schlecht, sind alle weg. Ja. Wir sind mitten am Römer. Am Römer. Hier haust unser Bürgermeister, der Mike Josef. Und ansonsten haben wir hier... Seid ihr zufrieden mit ihm? Wir sind sehr zufrieden. Wir haben den ja auch dahin gewählt. Wo ist dein Schmuckstück hier? Oh, unser Schmuckstück. Ne? Wir sind hier mitten in Frankfurt, wie gesagt. Das ganze Gegend hier wurde ja nochmal restrukturiert. Das hat man das neu gebaut. Und unser Schmuckstück ist da vorne. Du siehst ja, was für ein Potenzial hier läuft. Jetzt brauchen wir deine Rat. Eine wichtige Frage. Gibt es eine Gastro unten? Da gibt es zwei Gastros. Echt? Jawohl. Was kostet die Immobilie? Das wollen wir nicht verraten, oder? Also ungefähr. Ich möchte mal wissen, was es für die Leute wert ist. Wollen wir mal daraus eine Fragesituation entstehen lassen? Ja, wenn wir eine Fragesituation entstehen lassen, zeigen wir erstmal. Jawohl. Aber auf jeden Fall kann ich mal eins sagen. Alter, guck, du siehst nur Köpfe. Wenn das dort ist, das für ein Gastro, dort. Gelddruckmaschine. Das ist dort. Jetzt will ich mal wissen, was für eine Gastronomie da reinhauen können. Oh, meine lieben Gastrokollegen, wenn ihr jetzt da dran seid, dranbleiben, vielleicht ist es sogar dein Laden bald. Wer weiß, der neue Eigentümer. Was für eine Gastronomie hättest du dann gern? So? Ich hätte ist aber einen, nicht das da. Das ist das da. Nein. Doch. Hast du schon eine Idee? Ja, klar. Habe ich sofort. Also wenn ich mir das Objekt angucke, dann ist das, was drin ist, vom Konzept schon mal nicht verkehrt, ein Braustüble. Das ist ja bestimmt auch... Wie heißt das? Denkmalschutz. Denkmalschutz. Das ist ein Denkmalschutz. Das ist 1600 erbaut worden und hat auch vieles überlebt, siehst du ja. Und ist auch schon saniert worden teilweise. Und ein bisschen Ideen und ein bisschen Geschmack müssen wir auch mit reinbringen. Ein bisschen. Aber die Fenster musst du ja neu machen, oder? Die machen wir noch neu. Was musst du noch investieren? Oh, das wird auch nochmal um die 500 sein. Aber das Dach ist neu, sehe ich, ne? Der Dach ist neu, komplett. Was kostet so ein Dach? Oben haben wir noch eine Terrasse zum Sitzen. Da können wir auf den Main drauf zuführen. Echt? Ja, klar. Was kostet so ein Dach? Die Dachsanierung hat uns 400.000 Euro gekostet. Es ist wunderschön. Du hast Terrassenplätze, 60. Du kannst ein bisschen erweitern. Ja, kannst erweitern. Und du hast drei Gastrokonzepte. Und du meintest, wenn man da noch ein Fenster reinsetzt, dann hast du eine vierte Gastro. Da hast du einen vierten Gastro. Optimiert man so Immobilien? Was macht der da? Ja, manche Leute. Er hat Leute, Gläser gehabt und da hat er gesagt, ich schmeiß die. Daneben, also aber direkt auch neben dem Gladbach. Weißt du warum? Er Pfandsammler ist der und er will nicht, dass irgendjemand anders aus dem Mülltonnen das rausholt. Deswegen hat er die auf die nebenan geschmissen, neben dem Mülltonnen. Ach, du das heißt, er will seine Mitstreiter aus dem Weg. Also ist Kind. Ja, das ist auch ein Geschäftsmodell. Damit die Leute nicht da reingreifen. Damit die Nächsten nicht da reingreifen und seinen Müll da rauspacken und sie Pfandfleisch holen können. Wo waren wir gerade? Optimiert. Ja, so optimiert man. Zwei, nicht vier. Gastrokonzepte, aber du könntest noch ein drittes machen. Drittes kann man machen da hinten. Und so optimiert man Immobilien. Du kaufst sie auf und machst mehr daraus. So sieht's aus. Was hat so eine Immobilie an Mieteinnahmen? So eine Immobilie müsste ein Faktor von ungefähr mitten in Frankfurt in guten Zeiten 32% Faktor haben. Aber jetzt haben wir ja schlechte Zeiten. Jetzt kann man es viel, viel besser faktorieren, dass sowas sich in den nächsten 20 Jahren bezahlt. Dann bist du gut. Ich komplett bezahlt komplett mit der Mieteinnahme. Mit der Mieteinnahme. Hast du einen Überschuss im Jahr hier? Kommt drauf an, wie du es machst. Wie du die Bankfinanzierung aufbaust. Richtig. Zinssatz, wie lange die gehen, was man noch investieren muss. Was du halt hier hast, hast eine Abschreibung. Ne? Darf man nicht vergessen, dass man hier alles schneller absetzen kann durch die Denkmalschutzthematik. Ist das so ein Filetstück, was man so sagt in eurer Branche? Das ist Top-Lage, was haben wir gesagt? Lage. Top-Lage, Kundenteil. Siehst du hier, Gastronomie, teilweise Wohn. Also dann hast du eine gute Mischung, Gewerbe plus Wohnung. Dann ist das das Thema, dass du dann hier das Ganze erzielen kannst, was du erzielen kannst. Mehr geht nicht. Und das Schöne ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich bin da kein Experte, aber wenn du Gewerbe hast, ist auch ein Risiko. Aber in der Lage ist es kein Risiko, hier will keiner freiwillig raus. Deswegen ist es für dich auch kein Risiko, die Bank zu bedienen. So sieht's aus. War das so? Das ist genau so. Genau so ist es. Schaut euch mal dieses Objekt an, Leute. Man muss es wollen. Ich kann dir nur eins sagen, ich zeige dir das beste Beispiel.
in der Türkei habe ich nur so Fenster gesehen. Aus diesem Fenster hat der Mann Verkauf gemacht in sein Theke und das Ganze war dieser Fenster und nichts anderes. Und damit hat er 4 Kinder großgezogen. Und wenn du den siehst und sagst, der kann das, dann ist alles möglich auf dieser Welt. Ist das auch bei Selbstständigkeit so? Das ist schon so, ne? Ja, manchmal gibt es Zeiten, wo man sagt, was haben wir gesagt, schlechte Zeiten. Aber der Mut daran zu finden, wo du sagst, guck mal, die Leute, die aus dieser Fenster 4 Leute, 4 Kinder hochgezogen haben, großgezogen haben, an die Uni gebracht haben, Ärzte geworden sind, Anwälte geworden sind. Und der Papa, der jahrelang daraus ackert hat und die Familie ernährt hat, das gibt dir nur Mut, nichts anderes. Da kannst du hier nichts noch raus. Was soll ich hier falsch machen? Mit der Immobilie kannst du gar nichts falsch machen, weil hier läuft, glaube ich, jeder, der in Frankfurt ist, einmal vorbei. Unglaublich. Kannst einmal. Wie kriegt man sowas? Durch das Netzwerk auch wieder, Netzwerk. Sowas ist ja nicht bei ImmoScout oder so. Doch, es ist auch mal im ImmoScout, ja. Aber man muss dranbleiben. Alleine im ImmoScout sein und einmal anrufen, ist es nicht. Was machen viele falsch? ImmoScout angeguckt, verstehen nicht viel, rufen da an, arbeiten. Ja, die wollen aber so viel, das wollen die. Die verstehen das nicht. Allein das ImmoScout bringt nicht. Du musst dahinter jemanden haben, der dich da auch berät. Dann rennst du als nächstes zu wem? Entweder zu einem Makler oder zu einem Banker. Der Banker wird dir aber nicht das Ganze recherchieren und sagen, das ist eine gute Lage, das machen wir. Die sagt ja oder nein. Und wenn du es gut aufbereitet hast, wenn du es nicht gut aufbereitet hast, Businessplan auch wieder. Ne? Alle drumherum, sonst bringt es nichts. Auch für eure Gastro oder eure Selbstständigkeit immer einen Businessplan machen. Muss nicht 100% sein, aber du musst schon wissen, wo du stehst und wo du hin willst und wie du dahin kommst. Dann finanzieren die Banken auch eher. Definitiv. Wie in so einem Beispiel. Richtig. Also die Finanzierung hierfür hättet ihr schon? Die hätten wir schon. Aber auch wieder Netzwerk, oder? Mit den Banken kommunizieren, reden. Das ist das A und O. Netzwerk ist das A und O. Ohne das kriegst du es nicht hin. Warst du mal fast pleite? Ich war schon öfters pleite. Echt? Ja, aber das macht. Das ist das Boxkampf. Runter, aufstehen. Runter, aufstehen. Aber in diesen Momenten ist man ja voller mit Ängste, Zweifel. Wie schaffst du das? Wie machst du das? Du hast eine Familie, du hast 2 Kinder, die du ernähren musst, eine Frau, auf die das Ganze aufpassen musst. Es bleibt dir doch nichts anderes übrig. Du willst den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich mach da nichts mehr. Du musst morgen wieder aufstehen und sagen, hier, das Leben geht weiter. Jeden Tag ist ein neuer Tag. Die Sonne geht morgen wieder auf. Ich finde das richtig, bin ich auch absolut, aber jetzt muss man mal eins überlegen. Wenn du wenig hast oder Mittel hast, dann also Standard und gehst pleite, ist eine andere Nummer. Wie wenn so einer wie du jetzt mit deinem Lebensstandard, ich habe gesehen, wo du wohnst, dein Auto, man kennt dich. Wenn so einer insolvent geht, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die Leute reden, guck mal, ich hab's gewusst, die Neider und so. Und da hat man ja, ist man ja wirklich unten. Was hilft dir dann? Weil du hast ja diesen Standard, den du gewohnt, den willst du doch beibehalten. Den das geht beibehalten. Dann aber nicht. Das geht nicht. Dann isst man halt nicht mehr dreimal am Tag in einem Club, dann isst man dann beim Tom wohl einen Döner, der auch zwar teuer ist, aber dann isst man einen Döner. Wir kommen ja von Null. Wir kennen das Ganze. Uns braucht keiner was zu sagen, was ein Standard ist. Wir haben so 17 Personen in 3 Zimmerwohnungen gelebt mit der ganzen Familie und der ganzen Siebschaft. Und daher habe ich keine Angst davor. Vor was? Vor wie? Warte kurz. Der Mario dreht wieder durch. Also du kennst auch ganz unten zu sein, deswegen sagst du, es ist nicht so schwer, wenn es mal schlecht läuft, nochmal anzufangen. Ich bin als Migrantenkind, Flüchtlingskind hier gewesen und wir haben zu 17 in einem 3-Zimmer-Wohnung gewohnt und haben morgens bis abends mit meiner Frau auch gearbeitet. Und das unten sein, das oben sein, das kennen wir alles. Mir macht nichts Angst. Wir sind mit dem Koffer hergekommen und wenn es sein muss, gehen wir wieder mit dem Koffer zurück. Also du meinst für alle, die es gerade schwierig haben, und das ist ja auch unsere Gastrobranche gerade, einfach weitermachen, durchhalten, das Geld zusammenhalten, nur nicht weitermachen, den Kopf, nur weitermachen. Dranbleiben. Dranbleiben. Was ist, wenn du so eine Immobilie erwerbst? Wie fühlst du dich, wenn du den unterschreibst beim Notar und das ist dann deins? Ist das schon für dich so, wo du sagst, das habe ich schon x-mal gemacht, ist halt einfach eine Unterschrift, oder läufst du dann schon hier wie der Babo einmal so rum, links, rechts und sagst du den Leuten vielleicht doch, schön, meins. Also das Unterschrift selbst machen ist ja nicht das Problem, das macht man sehr oft, da hast du wirklich recht. Das machen wir auch für viele andere, die wir vertreten, auch Investoren, die ich vertrete hier in Deutschland. Es ist aber, da fängt die erste richtige Arbeit an. Nach dem Unterschrift wird es ja ernst. Und da heißt es, da muss die Finanzierung sofort stehen, da muss das ganze Vermietungskonzept stehen, muss das schon vorher stehen. Aber dann muss das auch Ganze auch zum Laufen gebracht werden. Die Sanierung muss und dann muss zusehen, dass die Miete auch dann in der kürzesten Zeit auch sich zum Laufen bringen und das Ding läuft. Also die Arbeit fängt dann an, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Business, was du aufbaust, wie zum Beispiel in der Gastronomie. Hier ist weniger Zeitaufwand. Es ist ein intensiver Zeitaufwand am Anfang, aber danach. Wie lange? Ich denke mal, da braucht man für so ein Objekt bis das sitzt in 6 Monate, aber intensiv. Wenn du dich damit gut auskennst?
3 Monate. Und deswegen kommen auch Leute zu dir und sagen, vielleicht auch, Yusuf, kannst du mich beraten? Ich habe da was, guck mal drauf. Also ich verdiene ja mein Brot dadurch, außer Immobilien zu erwerben oder zu vermieten oder zu verkaufen mit meinem Partner zusammen. Wir beraten auch Unternehmer aus der Türkei, Großinvestoren, die größten, die es gibt in der Türkei, die nach Deutschland investieren wollen oder Europa investieren wollen, die vertrete ich hier, die man mit Namen auch bekannt sind, Simpas, Taschirpe, Nef-Gruppe, Mensa, die man, Feriape. Auch große aus der Türkei, die auch hier investieren? Die hier investieren. Für die berate ich teilweise. Die Brücke. Richtig. Cool. Geld, gutes Geschäftsmodell. Jawohl. Die haben ja auch ein bisschen Kleingeld. Die haben genug Kleingeld. Warum ist das so in der Türkei, dass die Reichen so ultrareich sind? Oh, das frage ich mich auch immer wieder. Die sind mutig. Der Unterschied zu allen anderen merke ich, dass die viel mutiger sind als alle anderen Unternehmer, die ich jemals kennengelernt habe. Was hier in Europa auch. In Europa. Die haben keine Angst, mal nach Deutschland zu gehen, aus der Türkei herauszukommen und sagen, jetzt kaufen wir so eine Immobilie und jetzt müssen wir auch noch sanieren, dann bringen wir die Sachen aus der Türkei. Und wenn es hier teuer wird und liefern die Fliesen aus der Türkei, wir holen die Fenster aus der Türkei, die haben kein Problem damit. Der Deutsche muss alles vorher geplant haben oder der Europäer muss alles vorher geplant haben und das muss alles vorher sitzen. Der Türke haut rein und macht und legt los. Das ist einer der Unterschiede, die ich gesehen habe. Was auch ein ganz großer Fall ist, wo die Kulturunterschied ist. Man muss auch die Sprachkenntnisse, die Barrieren auch mal brechen können und muss dann Leute haben, denen die hier vertrauen. Wie du? Unter anderem ein 70-jähriger großer Geschäftsmann hat gesagt, Yusuf, die 4, 5 Großen, die mich auch in der Türkei beraten, die verstehen mich hier nicht. Ich brauche jemanden, der meine Sprache 1:1 spricht und meinen Wortlaut auch den anders übergibt. Bitte komm während meiner Gespräche mit. Ach, weil die dann nicht 1:1 übersetzen oder? Richtig. Der weiß nicht genau, was er meint. Der Dialekt und der Kultur und dieses Gefühl mitgeben. Geschäfte werden mit Gefühl gemacht. Man muss es fühlen. Das heißt, du machst Beratung, du machst jetzt Gastro und du baust Immobilien, kaufst Immobilien, hast auch einen Bestand und verkaufst auch mal. Richtig. Spannendes Business Case. Ja, aber dennoch dreht sich alles ums Immobilien. Immobilien, ne? Richtig. Ja, eine gute Gastro braucht auch eine gute Lage und entsprechend eine gute Immobilie. Deswegen haben wir hier eine gute Immobilie. Was kannst du dir da vorstellen? Also ich kann mir hier was Klassisches vorstellen. So ein Schokolatier, also Wie heißt dein Laden nochmal? La Paz. Ich könnte mir hier einen La Paz hier vorstellen aus Hamburg. Stimmt, könnte man auch. Könnte man auch. Ich habe mir gerade überlegt, so einen Burgerladen würde ich nicht so sehen bei dem Objekt. Das ist so klassisch, so schön. Aber so ein geiles Café mit Kuchen, Mocateria, was wir gedreht haben, unglaublich ausgemachte Kuchen, du gehst rein, der Kaffeegeruch, weißt du? Und dann machst du noch ein bisschen Eis dazu und dann schiebt die Terrasse, aber guck dir das mal an, wir können ja kaum stehen. Hier sind jetzt ohne Witz in den 15 Minuten 400 Leute durchgelaufen. 400? Das sind 1000 Leute, guckst du dir mal an, die können aber mal anfangen zu zählen. Der macht das nicht richtig. Der macht es nicht richtig. Geld liegt auf der Straße. Jeder Mensch, der hier gerade vorbeiläuft, das laufen direkt hinter Mario hunderte von Menschen, hat ein Portemonnaie. Da ist Geld drin. Der läuft durch, geht zu nebenan. Da ist ein bisschen mehr drin. Nee, alles Karten sind blockiert. Und dieses Geld kann bei dir landen oder bei deinem Mitstreiter. Und dafür bist du verantwortlich. Und der holt, glaube ich, noch nicht mal 60% raus. Leider. Aber auch für so einen Immobilienentwickler, du guckst ja auch so drauf und sagst, okay, vielleicht ist da ein Profi, der viel besser arbeiten kann, der auch die Immobilie aufwertet. Und da muss man als Gastronom auch nicht sauer sein, wenn du irgendwann sagst, pass mal auf, das passt so nicht. Du holst dir nicht alles raus für die Immobilie und auch für dich. Und dann kann man sich auch mal für einen anderen entscheiden. So sieht's aus. Die Möglichkeit steht. Schreibt nochmal in die Kommentare, Leute. Vielleicht ist ja Yusuf auch so ein Lieber. Und du kommst aus Frankfurt und kannst dich bei ihm bewerben. Wenn er das neu vermietet, was hättest du für eine Idee als Konzept? Du hast das Haus gesehen. Wir werden jetzt eine Gegend anschauen, da ist Gastro und da habe ich so einen guten Kaffee getrunken und das ist architektonisch wirklich gut umgesetzt und da wollen wir mal die Gastro zeigen und dann habe ich noch ein paar Special-Fragen an meinen Freund Yusuf. Let's go. Das ist so die tolle Ecke hier, ne? Das ist die Altstadt von Frankfurt. Die wurde vor ein paar Jahren komplett abgerissen, aber alles nachgeahmt und zwar 1:1 nachgebaut. Was die Stadt Frankfurt hier besonders geachtet hat, ist, dass die Gastronomieflächen oder die Läden oder die Gewerbeflächen nur an Unternehmer aus der Region, die fürs Region bauen und machen und backen, die Mietflächen gegeben haben. Aus der Region für die Region? Für die Region. Es ging nicht nur ums Profit, wo die gesagt haben, da hätten wir auch 20.000, 40.000 Euro bekommen können, vielleicht etwas für die Gewerbeeinheit. Da haben die gesagt, das ist ein Gewerbeunternehmer, der aus Frankfurt ist, den fördern wir und den holen wir hier rein. Cool.
Und hier gibt es einige gute Konzepte. Und ich will eins euch zeigen. Schau mal, die Immobilie, die wir wahrscheinlich von Yusuf angeguckt haben, wie die Terrasse dort aussieht. Und jetzt, Mario, bitte zeig mal die Terrasse. Keine Sonnenseite, Schatten, aber entsprechend voll, entsprechend eingerichtet. Guckt ihr das mal an, wie ein Laden das ist. Das ist ein Laden, jetzt mal Verhältnis zu dem anderen Laden, den wir uns angeguckt haben, wo wir gesagt haben, sitzen nicht genug Leute, Top-Lage. Gemütliche Sitzecken, kleine Schirme, edel gemacht, aber trotzdem cozy. Und hier sitzen die Menschen, obwohl hier keine Sonne ist, nichts ist. Das ist der feine Unterschied. Wenn Menschen sind Herdentiere. Wenn ein Laden einmal läuft, dann kommt immer mehr dazu. Deswegen habe ich auch damals immer, als ich die Läden aufgemacht habe, 10, 15 Freunde immer eingeladen. Die haben sich immer an die Fensterseite gesetzt. Und dann kamen die Leute rein. Irgendwann war der Laufweg da. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Dann hast du auch keinen Platz mehr für die Freunde gehabt. That's Business. Glaube ich, 9-9. Du hast doch jetzt auch eine Bar. Wir, also ich und mein Mutter haben eine Bar. Ja. Bar, die jetzt umgebaut wird. Und es ist auch so, dass mal Freunde anrufen, ich will da abends auch rein und so. Ja, da muss man eine gute, stabile Tür haben, die wir hier haben. Wir haben ein Prinzip und die haben gesagt, entweder melden wir unsere Freunde, die sich bei uns vorher gemeldet haben, an die Tür an und da kommen die auch rein. Ansonsten ist es die Sache des Türs, die sagt, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Du hast aber bestimmt Freunde, die mal blauer sind, oder? Ja, davon habe ich leider Gottes viele. Da kann ich aber nichts dran hindern. Wäre das deren Business, würde ich genau den Respekt zeigen und sagen, ich will meinem Freunden den Respekt erweisen und nicht den Bar stören. Deswegen Leute, für deinen Freund, der Gastro betreibt, sein Business bitte respektieren und nicht zu weit gehen. Der verdient sein Brot. Das wurde alles mal abgerissen und wurde alles nochmal neu. Alles neu, siehst du ja. Aber das wurde alles nochmal neu entwickelt. Ich würde euch mal den Laden mal zeigen. Hallo. Hallo. Hi. Na so? Richtig schön gesagt, gemacht. Ich gerne messe. Eine Weinbank hier, ne? Gute, ehrliche Weine. Ja, toll umgesetzt. Jetzt schauen wir uns mal ein Konzept an. Und was ich sehr geil finde, dieses Konzept. Und da können wir uns hinsetzen, aber wir gehen erstmal gleich, wir gehen erstmal rein. Ach guck mal, hier gibt es sogar so ein Fenster, da bestellen wir das. Richtig gut. Die Fassade, temporär genutzt als Regal. Darf man nicht abholen, nur reingesteckt, ne? Smart, not hard. Hallo. Aus dem Fenster voraus wird verkauft. Siehst du, das habe ich gesagt. Ja, mega, ja. Hallo. Einmal laktosefrei, also Hafermilch habt ihr? Ja, was denn für ein Kaffee? Cappuccino? Ja. Du auch? Nimm ich auch. Richtig cool, immer. Ich liebe das Ding hier. Guck dir die Konstruktion an. Abends ziehen sie das raus und fertig. Und der Kaffee schmeckt. Wir gehen mal den Rest von der Seite holen. Wir kommen gleich wieder. Okay, ja, hier rechts kommt es gleich. Ja, okay. Das ist mein Konzept, wo ich sage, ist eine Runde. Meine auch. Hallo. Meine auch. Ha? Meine auch. Auch das Team. Guck dir die Details auch das an. Team. Genau. Guck mal das Pricing an, oben richtig geil gemacht. Geiler, cooler Laden. Nicht groß, aber alles on point. Also ich muss sagen, Frankfurt habe ich lieben gelernt diesmal. Das freut mich. Weil Frankfurt so ein bisschen immer dachte, Rotlicht, Gangster. So ein bisschen hatte ich das so Gefühl, aber es gibt echt schöne Ecken. Frankfurt. Immer noch, ne? Was sind so deine Ziele für die nächsten 2-3 Jahre? So, wo willst du? Hat ja jeder so sein Ding, so einen Plan im Kopf? Manch einer sagt immer, ich möchte 1000 Immobilien haben, 5000 Immobilien haben. Das ist, glaube ich, nicht. Ich möchte Spaß an der ganzen Sache haben. Immer noch die gleiche Freude, morgens aufstehen, wieder was geschafft zu haben und ein Ziel erreicht zu haben und ein Problem gelöst zu haben. Und ich denke mal, wenn ich so weitermache und irgendwann mal so weit bin, dass ich schon ein eigenes Fondsgesellschaft habe. Dass du einen eigenen Fonds aufsetzt, wo man investieren kann. Richtig. Machen jetzt einige, ne? Oder? Ja, das machen immer schon einige. Man muss halt das richtige Produkt haben. Was wäre das zum Beispiel bei dir in deinem Fall Immobilien? Das darf ich ja nicht verraten, dann macht es ja jemand anders. Ja. Aber wahrscheinlich Immobilien, oder? Ja, definitiv. Ich stelle mir das so vor, du setzt einen Fonds auf und sammelst spannende Investoren, die passen zueinander. Dann kommt Geld rein und dann verwaltet man das, indem man kauft, renoviert, weiterverkauft. Das ist aber nichts Neues, das machen hier schon viele. Das Thema ist ja, was wir gesagt haben, was man als Grundprinzip machen kann. Was passiert in der letzten Zeit? Viele investieren, das Geld ist frisch. Warum? Auf einmal ist die Krise da, auf einmal ist ein Krieg irgendwo und das Geld, was sie investiert haben, ist weg. Der Vertrauen von den Leuten ist auch mittlerweile an diversen Produkten verloren gegangen. Wir wollen gemeinsam was schaffen, gemeinsam was entwickeln, gemeinsam verdienen, gemeinsam auch das aufbauen. Da muss man die Leute mit einbeziehen. Und da den Exit auch dann mit einbeziehen. Und dann denke ich mal, dass wir da vielleicht ein offenes Buch wieder mal machen können und gemeinsam was machen können.
jetzt sofort jetzt gleich wieder gepitcht. Ne? Vielleicht mache ich auch. Ja, wir Gastronomen oder auch ich wurden auch echt in die Immobilienbranche ziemlich hart rangenommen die letzten 4 Jahre. Und leider sind die Umsätze immer noch nicht so da, wie sie sein sollten. Aber ich glaube, antizyklisch jetzt Immobilienbranche, wenn man ein bisschen Kleingeld hat, ist, glaube ich, die beste Zeit. War immer das beste Zeit. Immer die beste. Es wird immer besser. Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber jetzt ist es genau die Zeit, da hast du vollkommen recht. Ich will nicht, dass die Konkurrenz hier die Ware auszieht. Ah, okay. Stratege. Du machst in 2-3 Wochen den Laden auf, ne? Hoffe ich. Okay, dann jetzt fürs Protokoll. Was muss alles bedacht werden, bevor der Laden aufmacht? Personal habt ihr gefunden? Die richtigen Leute? Sind dabei. Suchen weiter Bewerbung. Weiter bewerben. Weiter bewerben. Habt ihr jetzt schon angefangen mit Schulungen? Sind dabei. Die Speisekarte, die Getränkekarte. Die haben die auch schon beim Gastroakademie angemeldet. Gastro Business School. Haben wir ganz vergessen. Gastro Business School, Deckungsbeitragskalkulation und alles, was damit verbunden ist, damit du 5-7% mehr Gewinn hast. Nicht Umsatz, mehr Gewinn. Link in der Infobox. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Der nächste Workshop ist am 23. 24. September in Hamburg. Kannst gerne auch deine Babus dahin schicken. Ich komme selber hin. Ja, dann weißt du, der Chef muss selber wissen, wie man richtig kalkuliert. Aber wichtig ist bei so einer Neueröffnung, das Team muss stehen, das Team muss gut eingelernt werden, Speisekarten, Kassen müssen eingestellt werden, Laufwege, Soft Opening, um alles nochmal durchzuspielen. Da hast du uns auch ein Kassensystem empfohlen gehabt. Ja, Kassensystem, ich bin ein Riesenfan. Alter, ja, das wurde jetzt nicht abgesprochen. Das ist wirklich Gastronovi, arbeite ich mit. Ein System, was alles mitbedenkt, was das Thema Digitalisierung angeht, gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Auch für eine Bar sehr gut geeignet. Link Gastronovi in der Infobox an der Stelle. Aber kriegen wir Rabatt? Wir können mit denen reden. Das bin ich absolut. Aber wirklich ein gutes System. Du stehst auf morgens, schaust auf deine App und er sagt dir Umsatz und was ist dein Gewinn, weil die Warenwirtschaft mit dahinter hängt. Eine super Geschichte. Richtig. Ja, Reservierungssystem ist damit drin. Sehr gut. Alles mit drin. Aber Leute, bitte, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. So eine Eröffnung muss man wirklich planen. Oder das wird eine Mega-Eröffnung. Ja, und Soft-Opening mit Bekannten und dann eine richtig geile Eröffnungsparty. Richtig. Und gerade bei euch sind B2B-Leads wichtig. Also auch wirklich Firmen anschreiben mit einem Newsletter. Jawohl. Jetzt schon starten und sagen, was ist das Konzept, was macht ihr besonders, warum sind die bei euch an der richtigen Adresse für Firmenveranstaltungen. Einmal raushauen. Da kannst du auch Leads, kannst du Leads kaufen, die in deinem Umfeld sind, kannst auch richtig rastern. Ab 50 Personen, Firmen und dann die auf dein Unternehmen aufmerksam machen. Und natürlich Social Media auch wichtig. Vielleicht, wenn ich dir jetzt einen Mehrwert geben kann für deine Bar, die wirklich schön wird, jetzt schon mit Marketing anfangen. Damit der Laden auch direkt, wenn er aufmacht, einen Bums kriegt und auf Social Media auch sichtbar wird. Aber jetzt nochmal ganz wichtig, was willst du den Zuschauern, wenn du sagst, du kannst 3, 4, 5 Sätze, die wirklich wichtig sind, was willst du den Selbstständigen da draußen sagen? Ich kann eins sagen, Erfahrung ist das Wichtigste, was man im Leben sammeln kann. Man kann nichts mitnehmen, man kann kein Geld mitnehmen, keine Immobilien mitnehmen, außer die Sachen, an gute Erlebnisse, die man mitnehmen kann, kann man nichts mitnehmen. Das heißt, Erfahrung, erfahrene Leute, die 10 Minuten, die ich mit einem erfahrenen Typen verbringe, sind mir 1000-mal mehr wert als alles andere, was jetzt mir jemand anders geben würde an Geld. Also Umfeld ist wichtig. Das Wichtigste. Umfeld wichtig, das Leben genießen. Weil wir nehmen alle nichts mit, was wir vorhin hatten und weiter Immobilien kaufen. Leute, vielen Dank. Lass gerne Liebe auf den Kanal. Yusuf, vielen Dank auch. Ich hab zu danken. Du warst unser Host, Mithost in Frankfurt. Danke. Lass gerne Liebe auf den Kanal, liked, kommentiert und macht die Glocke an. Es geht weiter. Wir fangen erst an, Leute. Der Kanal wird ganz viele Selbstständige, die sich nicht trauen, in die Selbstständigkeit ranführen. Und in der Selbstständigkeit lassen wir euch nicht alleine mit diesem Kanal. Wir begleiten euch durch die Selbstständigkeit. Das ist so meine Mission, Vision. Nicht nur für die Gastronomie, für alle Selbstständigen da draußen. Danke für eure Zeit. Danke für eure Props. Danke für euer Support. Durch euch bekommen wir Momentum. Und das versuchen wir so gut wie möglich auch dem gerecht zu werden. Alle, die kommentieren, nehmen am Gewinnspiel teil. 100 Euro Cash in the Tash per PayPal. Ciao.